Weißt du, sie war der kann die Ablöse. Und sie sagt so, ja, hör mal, pass auf, der ist ohne Absenken, ist der so tief. Da ist, Federung kaputt, Luftfederung kaputt. Und hast aber Leitstelle schon angefunkt und bla bla bla. Und im ersten Moment, wo sie dazu sagte, hat er halt ein bisschen blöd geguckt, so, okay, fand er ein bisschen witzig, aber war auch ein super netter Fahrer, der dann da abgelöst hat. Der hat dann so ein paar, er hat auch echt noch gut die Geduld behalten, hat das Ding, Fahrzeug auch noch echt gut beherrscht. Fand ich cool. Aber wie gesagt, ich hoffe halt echt jetzt für den Fahrer, der wird jetzt wahrscheinlich vielleicht einen neuen Bus haben. Ich hoffe es, dass nicht noch ein Bus dazwischen gekommen ist. Hallo. Guten Tag. Einmal Hallo. Wieder Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke, ja klar. Danke. Sehr schön. Ich hätte gern eine Kurzstrecke. Alle mit dem Zehner, ne? Ich hab bald keine 2-Euro-Münzen mehr. Danke. So. Na, hoffen wir mal das Beste. Er stellt mir auch relativ doof vor, dass man dann immer. Weil das, ich meine, das bringt ja auch Verspätung ein, wenn man dann da so langsam fahren muss. Weil man ja den Bus auch nicht komplett zerstören will. Logischerweise. Ja, der schiebt da stand das Schild schief. Was ich sagen wollte, der schiebt gut nach vorne, der Bus. Und für die Ecomat-Fans, er heult noch ein bisschen dabei. So, jetzt zufrieden. Jö. Es zwitschern die Vögel. Es vögeln die Zwitscher. Er hat Vögeln gesagt. Habe ich hier Fahrgastwechsel? Ja. Jo. Dümm. Oh, jetzt kann ich aber nochmal ausführlich, oh, das fällt mir gerade ein, von meiner Bahnkatastrophe erzählen. Es war Gewitter. Ja? So. Und wenn ich von meinen Eltern losfahre, dann fahre ich immer sehr früh los. Und, sprich, ich fahre um 6 Uhr zu Hause los, um 8.30 Uhr in der Uni zu sein. Und, ich fahre dann halt so nach Krefeld, Hauptbahnhof. Und normal kommt da um 6.42 Uhr der RE11. Nur stand dann halt da schon der RB33, der noch um 29 fahren sollte, 6.29 Uhr. Der hatte halt auch schon 10 bis 15 Minuten Verspätung. Ich habe mir halt nichts bei gedacht, habe mir gedacht, Mai, ist halt verspätet. Passt schon. So, und dann fuhr der halt weg. Und dann hieß es ja, RE11 hat auch 10 Minuten Verspätung. Da habe ich gedacht, ja, alles halb so wild. Kriegst noch hin. So, und dann. Schon wieder mit dem Zehner. Ich habe gleich echt keine 2-Euro-Münzen mehr. So, und dann saßen wir ein bisschen im Zug. Und irgendwann kam dann die Durchsage: Ja, sehr geehrte Fahrgäste. Folgendes, mein Führerstand hier vorne meldet mir eine Störung. Ich kann nur mit mit VMAX 20 km/h weiterfahren. Wir müssen jetzt die zwei Einheiten, waren zwei 425er, eine Doppeltraktion, also, ne, müssen wir tauschen. Sie können jetzt entweder im Zug sitzen bleiben oder auch nicht. Ist Ihre Entscheidung. Muss ich hier halten? Ja. Wenn sie schon angedackelt kommen, dann muss ich hier halten. Hallo, und ich habe also gedacht, ne, das wird ja immer voller. Da bleibst du ja jetzt auf jeden Fall sitzen. Den Schwachsinn tust du dir nicht an. Und bin dann halt drin sitzen geblieben.
Und dann kam halt, und sind wir halt losgefahren in die falsche Richtung. Sind ein bisschen gerollt. Sind an Omsi? Sind, danke. Sind am anderen Zug dran, also über das andere Gleis, dann halt am Zug vorbeigefahren. Sind dann wieder ein Stückchen nach vorne. Sind dann wieder rückwärts, um den anderen Zug natürlich noch anzukoppeln. Warte mal gerade, muss mal gerade gucken. Hier muss ich nicht halten, oder? Ne, hier hält nur die 100. Okay. Auf jeden Fall haben wir dann halt angekoppelt und dann hieß es, ja, wir müssen die Türen geschlossen halten, weil wir nicht komplett am Bahnsteig stehen. Denkst du dir, ha, scheiße. Aber ist ja gut, du sitzt ja drin, dann werden sie nur mal nicht noch mehr. Dann war aber doch wieder ein Bahnhof reingefahren. Und dann hieß es ja, neben uns steht der RE10. Hallo. Guten Tag. Hallo. Den müssen wir jetzt erstmal vorlassen. Der hat jetzt Vorrang. Also warten wir noch kurz. Aber sobald der halt losfährt, fahren wir auch. Versprochen. So. Also ist der losgefahren. Irgendwann. Und fast eine Stunde später. Scheiße. So. Fast eine Stunde später sind wir dann Krefelder Hauptbahnhof losgefahren. Also wir hatten ohne Scheiß schon in Krefeld eine Stunde Verspätung. So, und ich wusste halt schon, pünktlich zur Uni wird nichts. Dann habe ich mir so gedacht, ja, steigst in Bochum aus. Passt schon. Dann ist alles easy. Also, was heißt alles easy? Aber dann kommst du vielleicht nicht so sehr zu spät. Dann wurde in Duisburg durchgesagt, ja, so folgendes. Wir haben eine Oberleitungsstörung wegen des Gewitters. Warte mal, gerade. Ich muss mal gerade gucken. Hier 56, wo muss ich denn lang? Aha, links. Wir haben eine Oberleitungsstörung. Wir können zwischen Duisburg und Dortmund, beziehungsweise zwischen Duisburg und Essen. Deswegen müssten wir über Gelsenkirchen, aber ohne Halt, bis Dortmund durchfahren. Ich habe so gedacht, ja, kacke. Aber auch nicht so schlimm, weil du kannst ja auch von Dortmund aus mit der S-Bahn fahren. Habe mir noch so einen Kurs zurechtgelegt, dann hätte ich eine Viertelstunde Verspätung gehabt, zwar, aber war alles soweit okay. Und, ja, gesagt, hier getan, bis Dortmund durchgeballert. Und dann kam der nächste Spaß. Nämlich kam ich dann in Dortmund an. Wie gesagt, Stunde Verspätung. Und dann bin ich so zum S-Bahn-Gleis gerannt und habe versucht halt noch die S-Bahn zu kriegen. Das sah auch ganz gut aus. Ich war halt rechtzeitig. S-Bahn war aber noch nicht eingefahren und normalerweise endet die in Dortmund und fährt dann wieder zurück. Also, Kappes. Was war es letztendlich? Diese S-Bahn hatte Verspätung. Von 10 Minuten wegen dieser Oberleitungsstörung. Und letztendlich bin ich dann halt doch 35 Minuten zu spät zur Uni gekommen, weil ich dann auch den Anschlussbus nicht mehr gekriegt habe. Also im Prinzip, hallo. Geiler Tag. Oh, AdBlue Vorrat zu bringen. Das ist doof. Den normalen Fahrschein. Was kostet der? 3,10 Euro, gut zu wissen. Entschuldigen. 50, 20, 20, 4 Euro. Dankeschön. Ja, bleib mal ruhig. Kurzstrecke normal? Nein. Fahrschein ermäßigt? Nein. Können Sie mir dann auch nochmal einen Fahrschein geben? Hä, die ist falsch belabelt.
Ja, dann nehmen wir den hier. 1,10. Entschuldigen Sie. 1,10. Perfekt. Die ist im Ticketpack falsch gelabelt hier, die Kurzstrecke. Möchte ich mal gerade so anmerken. Und letztendlich durfte ich dann nochmal zum Bahnhof hin und durfte mir dann bescheinigen lassen, dass ich zu spät war, weil wir so Anwesenheitslisten haben mit Anwesenheitspflicht in den ersten 4 Semestern. Das heißt für mich im Klartext, schön bei der Bahn noch einen Attest holen, dass ich zu spät war. Und dann, ja, muss ich das jetzt halt dann abgeben, wenn ich das nächste Mal in der Uni bin. Ist alles sehr, sehr geil. Richtig Bombe. Weil du darfst ja halt da, Verspätungen musst du halt erklären, plausible Gründe für haben. Und wenn du denen einfach nur erzählst, ja, Bahn und so, das kann ja jeder sagen. Deswegen holt man sich da lieber so einen Attest, da steht dann schön drauf, wie viel Verspätung der hatte. Das kann man sich ja auch noch nachträglich holen, zum Glück. Bei der DB Information und dann, ja. Mal sehen, wie es wird. Ja, aber Wetter ist auch generell wieder... Ich muss ja mein... übliches Videothema muss ich ja mal wieder anschneiden, ne? Wetter hier. Ist geil, also... Mix von allem. Wir hatten jetzt Montag hier Wetter, dann gibt es jetzt immer gutes Wetter und Schauer. Habe ich einen Haltewunsch? Nein. Guten Tag. Guten Tag. Schauer und mal wieder ist das gut. Und dann ist das wieder Kacke. Ja, so ist es. So ist es lame, weißt du? Aber wir scheinen fast da zu sein. Glaube ich, hoffe ich. Da hätte ich doch beinahe zu früh eingelenkt und den weggekegelt. Schade um den schönen Bus, das hätte ich nicht... Das hätte ich nicht tun können. Jö. Jetzt ist hier wieder Fallchaos hier. Muss ich jetzt echt hier hinten halten? Tatsache. Wer hat sich das denn ausgedacht? Hallo. Guten Tag. Hallo. So, Tür, danke. Muss ja vielleicht noch diesen Piepton abdrehen. Zumindest der zweiten Tür. Den brauche ich doch nicht. Das dauert mir zu lang. Wie viel Verspätung bzw. Verfrühung habe ich eigentlich? Ich fahre die ganze Zeit. Ich hatte mir eigentlich vorhin vorgenommen, dass ich nach der Autobahn mal anhalte und mal gucke. Also bei der Haltestelle nach der Autobahn mal gucke. Aber das habe ich jetzt komplett verpeilt. Jo, wir halten wieder ganz hinten. 8,06 Verfrühung. Verspätung. Hallo. Ja, plus heißt zu früh. Jo. Das ist doch schön, dann haben wir doch einen guten Schnitt. Oh. Hätten wir jetzt beinahe vergessen gerade. Oh, der tut mir leid. Eieiei. Dann im Chicago Addon hätte es geheißen. Excuse me, you missed my stop. Nächste Haltestelle. Wenn keiner fährt, fahr ich. Jojo. Kreiskrankenhaus, da halten wir jetzt. Haben wir Verletzte? Nö, haben wir nicht, ne? Nee, alles cool. Fahr ja mal halbwegs ordentlich, wenn keiner von den anderen dabei ist. Hallo. Also versuche ich zumindest. Ob ich das schaffe? Weiß ich nicht. So. Gibt keiner? Ja, dann fahren wir noch schnell.
Tjö, da sind wir aber auch nicht mehr weit jetzt hier vom ZÖB. Ich glaube, jetzt ist die letzte, oder? Ne, Odiansweg. Tag, Kollege. Subunternehmer. Sah aus wie ein Subunternehmer. Ich gucke gerade so nach links auf dem Bildschirm und denke mir, OBS hängt. Dann merke ich, doch nicht. Sie hängt. Gut. Also nicht gut, aber gut. Also nicht. Ihr wisst, was ich meine, Mensch. So. Ach, guck mal, da haben wir ja Glück. Dann fahren wir einmal hier lang, bevor der VW uns da wegballert. Das ist auch gemeingefährlich hier. In der Haltebucht und dann stehen da solche Pfeiler. Autsch. Das hätte ordentlich gehörig schief gehen können. So, gucken. Und reinhauen. Hallo. Ja, ich habe mir jetzt tatsächlich eine eintägige Pause nochmal gegönnt, was um sie anging. Weil ich halt an dem Tag Arbeitstechniken mündliche Prüfung hatte. Habe ich mich zwar nicht großartig für vorbereitet, aber ich musste gleichzeitig auch noch was fürs BWL-Projekt machen. Das kam dann alles so ein bisschen zusammen. Deswegen kam da kein Video. Nächste Haltestelle, Lemmental ZOB. Wir sind da. Deswegen kam an dem Tag kein Video. Aber jetzt habt ihr ja wieder nach dem regulären Plan. Danke, Spiegel. Oh Gott, wer stellt denn da noch ein Schild hin? Phew. Heieiei, diese Kurve war schon immer fies. Gucken wir mal, wo muss man denn hin? Nein. Aha, direkt gerade. Oh, nein, nein. Bitte nicht so kurz vor knapp. Lass mich doch durch. Ah, wir haben doch keine Zeit. Los. Und dafür mag ich wieder meinen Facelift, weil er gibt wenigstens Gas. So. Da sind wir da. Ich habe so das Gefühl, wir kommen immer am gleichen Bussteig an. Wenn wir Lemmental fahren. Fahren gerne zum ZOB, merke ich gerade so. So. Niedling noch rein. Oh, guck mal, da steht ein Alheimer. 1,50 zu spät. Aber ist vertretbar, sag ich mal. Ach, sieht das einfach schön aus mit dieser hellen LED-Matrix. Das sieht einfach nur... Ah, so muss der Bus sein, finde ich. Also ich finde es so geil, dass Morphy die eingebaut hat. Weil, für mich hat ein Facelift einfach eine LED-Matrix. Kann man mir hier erzählen, was man will. Für mich hat ein Facelift eine LED-Matrix. Also, ne, wie gesagt, für mich kann man erzählen, was man will. LED ist Pflicht. So, und da wir unser Fahrziel erreicht haben, würde ich sagen, bedanke fürs Zuschauen. Ich sag, wenn ihr euch gefallen habt, wenn ihr euch gefallen habt, dann schreibt in die Bewertungen rein und in die Mayonnaise. Und ich sag, auf Wiese gehen. Ich verabscheue mich. Tschüss.